Yo Mäuseleute, ich bin's, euer Palmas und willkommen hier zu einer weiteren Folge des Let's Plays von Watch Dogs. Und wir begeben uns jetzt zur nächsten Mission. Ist nicht mehr weit der Weg, wir haben es fast geschafft. Und ja, dann bin ich schon sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Auch an dieser Stelle entschuldige ich mich vielleicht nochmal, wenn ich hier und da ein bisschen sehr durch die Nase rede. Weil ich aus einem ganz einfachen Grund totale Allergie habe gegen Pollen, Heuschnupfen, also wirklich das volle Programm. Und es fuckt einen richtig ab. Es macht wirklich keinen Spaß. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich einfach Lust, dieses Spiel zu spielen. Und da ich nun mal alles aufnehme, müsst ihr mit jetzt nun mal leben. Und ja, ich denke, das verkraftet ihr schon ganz gut. So, danke für den Tipp. Oh, das klingt ja mal sehr vielversprechend. Fangen wir mal an. Der Typ bedroht meine Familie und will mich treffen. Er wusste genau, wie er mich kriegt. Gut, ich schlucke den Köder. Erreichen Sie die Signalquelle des unbekannten Anrufers. Das werden wir jetzt gleich mal machen. Vorsichtshalber, Waffe ziehen. Könnte ja bestimmt nicht schaden. Aber ich denke mal, dass es hier nichts ist. Deswegen können wir erstmal unbehelligt einfach her lang schleichen. Oh, müssen wir hier rein? Warte mal, jetzt gucken wir erstmal. Okay. Ich würde aber auch gerne wissen, was da unten drin ist. Ich glaube, hier ist nichts, oder? Es ist. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus. Ne, hier ist nichts. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Ich glaube, es gehört gar nicht so eine Mission dazu. Deswegen. Aber gut. Besser lieber nachgucken, anstatt irgendwas zu verpassen. Oder vielleicht hätte man da noch irgendwas Cooles einsammeln können. Irgendwelche Teile. Ja, klettern. Komm, hoch da. Oh. Oh. Wie ist denn sowas? Ah, logisch. Der Profiler. Der Datenfluss teilt sich auf. Es gibt zwei CTOS-Kästen. Ja, es gibt zwei CTOS-Kästen. Wo ist denn der andere? Irgendwo hier in diesem Bereich. Gehen wir mal dahinter und jetzt werden wir erstmal mit den Kameras hier ein bisschen umsehen. Lift. Das ist die nächste Kamera. Gehen wir da oben mal hin. Und irgendwo hier um die Ecke wird es sein. Ja gut, dann müssen wir jetzt doch selber hinlaufen. Dann machen wir das auch mal. Der Lift, der hilft glaube ich jetzt nicht weiter. Aber der Lift könnte mir weiterhelfen. Und ich denke mal, wenn ich den Lift runter mache, dann kann ich mit der Kamera weiter gucken. Deswegen machen wir den Lift jetzt nämlich runter. Hacken wir uns jetzt wieder in die Kamera ein. Und wir können jetzt nämlich das Ding entriegeln. Sehr gut. Jetzt können wir jetzt zurückgehen und da oben den anderen Schaltkasten aktivieren. Und so müssen wir irgendwie Zutritt oder das Signal zurückverfolgen können. Problem. Achso. Und das andere Signal führt. Ah, komm, ich hatte es doch gerade. Ne, so ein Spreng. Da benutze ich, glaube ich, den Lift für. Weil von dem Lift kann ich bestimmt darüber gucken.
Oder sollten wir es haben? Woher nutzt die Kamera? Ist noch einfacher. Entregeln. Jawohl. Sowas natürlich noch einfacher. Warum kompliziert machen, wenn es doch einfach geht? Jetzt können wir den Shit da oben hacken. Ich gehe mal lieber persönlich hoch, anstatt das von unten zu machen. Was muss ich hier wieder? Irgend so ein Tinnef wieder zurechtbiegen. Zack. So. Jetzt die volle Energie darauf geben, öffnen. Und öffnen. Sehr schön. Und das nächste, wo ist der Ausgangspunkt? Wo ist der Ausgangspunkt? Ach da. So, machen wir das mal so. Können wir das hier schon mal öffnen? Ne, können wir nicht öffnen. So. Jetzt müssten wir... bin ich jetzt gerade irgendwie ein bisschen blöd? Irgendwie schaffe ich es irgendwie immer nur auf gut Glück, die Dinger zu öffnen. Jetzt ist das offen. So. So. Müssten wir eigentlich das da unten auch öffnen können. Wieso geht das jetzt nicht offen? Aber ich brauche noch einen Stromfluss. Wieso geht der nicht offen? Der braucht von da Energie. Und von da oben. Aber wie kriege ich den denn her? Also irgendwie, ich werde hier, bin ehrlich, ich bin daraus noch nicht wirklich schlau geworden. Soll man das hier öffnen? Was haben wir auch hier, einen Datenfluss? So. Jetzt den hier oben. Jetzt ist der auch offen. Weiterleiten, öffnen. Zack. Zack. Ich hatte es doch gerade. Es muss doch von da oben was kommen. Wieso geht das denn jetzt nicht? Das ist doch vorhin so irgendwie. Dass das so weiterleitet den Strom. Da war's. So. Sehr gut. Das ist immer eine Tortur. Was zur Hölle ist das? Greifen Sie auf das Netzwerk des Gebäudes und untersuchen Sie das Apartment. Schwachstelle erkannt. Eine Mikrowelle. Ich find's einfach krass, dass jeder Bewohner eine Kamera in seinem Apartment hat. So, gehen wir in die nächste Kamera. Ja, bestimmt auf. Ich habe auch gelitten. Ah, da oben. Das Handy vibriert, glaube ich. Ich wusste, du findest mich. Geheimnisse zogen dich immer an. Wie geht's dir, Aiden? Damien Brinks. Was zum Teufel hat er vor? Ich hoffe, du magst die Spielchen. Ich wollte sehen, ob du es noch drauf hast. Wir müssen reden. Und du solltest dich beeilen. Dein Einbruch hat einen Alarm ausgelöst. Das ist nicht, was ich für uns geplant hatte. Aber wir werden gleich gestört. Komm zu mir. Ich suche einen schönen Ort. Warum belästigt er meine Schwester? Wir hatten keinen Kontakt seit... dem you better run. Wenn wir es auch tun... Oh mein Gott. Wir haben ein neues Auftragskiller zu mir oder was? Lass alles stehen und liegen und ich dachte erst die Bullen kommen, aber nein. Oh mein Gott, Leute. Gut. Ich habe hatte mit den Skillpunkten mir eine weitere hier diesen Fokus geholt, die noch länger
der Zeitlupe bleiben kann. Alle Einheiten. Die US-10 hat neuen Verdächtigen entdeckt. Ich sagte nichts. Muss ich abhauen? Aber wohin? Eliminieren Sie alle Fixer oder entkommen Sie? Ich bin für alle Gegner killen. Wie viele sind das denn? Oh mein Gott, Leute. Das ist so spannend. Gehen wir um die Ecke. Kommen die da hochgeklettert? Also diese Zeitlupe, die bringt es auf jeden Fall. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Wir müssen hier alle fertig machen. Da hinten. Der tot. Ich habe noch nicht so ein Gefühl raus, wie viele Schüsse einer braucht, wenn er stirbt. Das wird bestimmt noch kommen. Irgendwo da hinten wird noch einer ab. Ist der auf dem Dach? So, jetzt hau ich ab. Einfach rennen, einfach rennen. Oh Gott, jetzt explodiert der auch noch. Einfach wegrennen. Ich glaube, das ist das Richtige, was ich jetzt, also einzig Richtige, was ich jetzt machen kann. Ich pack die Waffe weg, damit ich nicht auch noch Aufsehen errege. Wo ist der Bastard? Sieht ihn irgendjemand? So, jetzt nehme ich mir aber am besten ein Auto. Komm, schnell. Ja, jetzt ist klar, genau jetzt, wo ich durchkommen muss. Ich komme eigentlich nicht so leicht da durch. Oh mein Gott, das habe ich mir selber hochgeschleudert. Die dürften theoretisch gesehen jetzt gar nicht hochkommen. So, wir haben es geschafft, Flucht erfolgreich. Ich glaube, diese Poller, die helfen wirklich, wenn man die da hochballert. Es speichert und jetzt haben wir die Mission schon geschafft. Und jetzt telefonieren wir mit dem? Reden wir. Das scheint es ja ziemlich easy zu nehmen, der Ain. Schon wieder ein Anruf zurückverfolgt? Okay. Ja, meine Freunde, lacht mich aus oder nicht, aber die Mission war noch gar nicht zu Ende. Ich bin echt davon ausgegangen, dass das jetzt das einfach so das neue Kampagnenzeichen ist auf der Karte, beziehungsweise hier, was mir angezeigt wird in 400 Metern. Aber das ist nur ein neues Ziel innerhalb der Mission und natürlich werden wir die jetzt auch innerhalb dieser Folge hier beenden. Tut mir wirklich leid, aber das habe ich total vercheckt gehabt, weil es sieht einfach genau gleich aus. Aber nun ja, Schwamm drüber. Ich denke mal, dort treffen wir halt jetzt, wie gesagt, auf diesen Damien. Und wir werden unser Auto erstmal hier gediegen parken. Ich weiß nicht, ob es besser ist, mit Waffe hinzugehen oder normal. Ich einfach mal normal hin. Ich denke jetzt mal nicht, dass er auf mich schießen wird oder so. Hoffe ich zumindest. Und es regnet wie aus Eimern. Ist ja nicht schön. Ach, guck an. Das ist das Wahrzeichen aus Chicago. Bist du ein kluger Junge? Drinks gehen auf mich. Nee. Hast du mich vermisst? Du hast meine Schwester anrufen lassen. Warum bin ich hier, Dane? Bist du mal so ernst, Dane? Mein Gott, wirst du denn nie locker? Ich will meinen Partner zurück. Ich am Computer. Du, da draußen bei der Männerarbeit. Ich will dir helfen. Wir wollen beide dasselbe. Antworten. Wer griff uns an?
Und ich weiß zufällig, du steckst fest. Ja, schon klar. So, ich bringe eine frohe Botschaft. Das Merlot. Das Merlot. Die Merlot-Sache hast du versagt. Bullshit. Du bist aus einem perfekten Plan ausgestiegen. Es wäre nicht aufgeflogen. Hättest du zu mir gehalten. Du kleines Mädchen. Meine Nichte starb, weil du zu weit gegangen bist. Oh, wie süß von dir. Machst mich für deine Familienprobleme verantwortlich. Damien ist zu weit gegangen. Er hat die bösen Männer wütend gemacht. Und ich... Was ist mit dir? Du bist nicht der Einzige, der leidet. Die haben mich verkrüppelt. Die haben mir alles genommen. Siehst du es nicht? Das ist unsere Verbindung. Du hast nichts, was ich brauche. Es gab noch einen Hacker. Es gab einen zweiten Hacker. Und ich weiß, wie man ihn findet. Ja, das mag sein, Leben. Aber das kannst du nicht allein. Du brauchst mich. Dein großes Problem ist, ich dich nicht. Hol's nicht ab. Das ist eine Spur. Danke für den Tipp. Ich habe zu Damien aufgeschaut. Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Na, ob man ihm trauen kann, das ist natürlich eine andere Sache. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Was ist das denn hier unten? Fußballstadion? Ein starkes Team. Nach Linas Festbühne war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was in mir... Diese Selbstgespräche, die finde ich nicht gerade so dolle bei Watch Dogs. Aber ich sage, es gefällt mir nicht ganz so dolle. Diese Selbstgespräche. Und ja, jetzt ist die Mission beendet. Ja, ich hoffe, jetzt hat es natürlich jetzt hier an dieser Stelle gefallen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ist dann, glaube ich, schon der 7. Part. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall einzeln von euch wieder. Und bis dann sage ich ciao. Ich bin raus. Euer Peimann.